Oh my god. Backstabbing bitch. What? Roussillon? He loves her. Who is not going to suffer? Oh, this is love. I ate it up. I gobbled it, swabble it, dipped it. Hi Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und Freunde, ihr habt es im Titel bestimmt schon gelesen, heute beginnt endlich, wirklich endlich, der unglaublich lang ersehnte Vlog, Reading Vlog zu A Court of Thorns and Roses, also dem ersten Band der Elketa-Reihe. Und Freunde, ihr drillt mich jetzt schon seit fast einem Jahr, das zu lesen. Jeden Tag in meinen Kommentaren, in meinen DMs. Jess, du musst Elketa lesen. Jess, wann liest du endlich Elketa? Jess, wann bekommen wir Videos zu der Elketa-Reihe? Jetzt. Jetzt, Leute. Und ich sage euch ehrlich, ich habe Angst. Ich habe Angst. Weil, genau, das ist auch wirklich so der Hauptgrund, warum ich das Buch bis jetzt noch nicht angefangen habe. Es ist High Fantasy. Es ist High Fantasy, aber es ist auch Romance dabei. Also, so, that's a good thing. Und ja, ich weiß nicht, der Hauptpunkt ist halt einfach High Fantasy und es ist wirklich so beliebt, okay? Und es ist so geliebt von allen und ich habe ein bisschen Angst, dass es sein könnte, dass es mir eventuell nicht gefällt. Aber ihr habt mich alle gedrillt. Erstens, das anzufangen und zweitens habt ihr mich alle gedrillt, dass es unglaublich gut ist und dass ich es lieben werde. Und ich habe erst vorgestern erfahren, und Leute, das zeige ich euch jetzt auch direkt, dass es, achso, by the way, ganz kurz, Spoiler Alert! Dieses Video wird voll sein mit Spoilern, okay? Wenn ihr Elketa, den ersten Band, noch nicht gelesen habt, schaltet ab. Schaltet ab, okay? Wenn ihr das Buch überhaupt nicht lesen wollt, wenn es euch absolut nicht juckt, dann bleibt gern da. Welcome. Aber wenn ihr es noch lesen wollt, bitte schaltet ab, weil die Leute, ich werde alles spoilern, okay? Und auch an die Leute, die den ersten Band mit diesem Reading Vlog lesen wollen, bitte seid ihr auch vorsichtig, okay? Weil ich werde, es wird bestimmt wie bei den Fourth Wing? Das hat sich gerade voll falsch angehört. Reading Vlogs wahrscheinlich genauso sein, dass es wirklich große Zeitsprünge gibt. Und damit meine ich eher so Kapitelsprünge. Und dann lasse ich alles nochmal Revue passieren. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Deswegen bitte passt auf. Es kann wirklich sein, dass ich Kapitelsprünge mache in den Videos. Werdet ihr gespoilert. Deswegen bitte passt auf. Aber eine Sache, die ich, wie gesagt, gestern oder vorgestern erfahren habe, ist, dass Elketa Shifter enthält. Shifter, Animal Shifters. Monster Shifters? Sagt man vielleicht auch Monster? Ich glaube eher Animals. Bei mir wurde ein TikTok geschickt und zwar The High Lords of Prithian and their Beast Form. Beast? Beast Shifting. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass die nicht hingeschrieben haben, wer ist, weil ich gucke mir das jetzt zum Beispiel an und ich weiß ja da nicht, wer er jetzt ist. Aber er ist auf jeden Fall irgend so ein Drache mit Hörnern und irgendwie ganz, ganz düster. Ich hoffe, ihr seht das richtig. Ich habe keine Ahnung, wer er ist. Ich weiß, das ist Tamlin. Leute, ich sag euch ehrlich, ich wurde sehr viel gespoilert, was die Reihe angeht, sehr viel. Und ich habe gefühlt alle Fanarts gesehen, die es gibt. Und damit könnt ihr euch bestimmt vorstellen, dass ich sehr gespoilert wurde. Aber egal, it is what it is. Das ist auf jeden Fall Tamlin. Ich weiß, dass wir ihn nicht mögen, obwohl es in den ersten beiden Teilen anscheinend so wie Adam in der Shadowy Series. Wir werden sehen. Und ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ich will ihn unbedingt kennenlernen. Und ich sag euch ehrlich, dass diese Edits oder diese Fanarts machen mir sehr große Angst, weil das ist ja wirklich sehr High Fantasy und ich hoffe, es ist wirklich auch so geschrieben, dass ich alles verstehe. Ich hoffe, dass es fokussiert. Er sieht aus wie so ein Phönix. Wer ist das? Snow Princess? Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie... Das ist Fair, oder? Spricht man sie Fae aus? Fair?
Faye ist halt voll der schöne Name, aber da ist ja ein R bei ihr drin, gell? Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Fayer? Faye? Ich sag einfach mal Faye, okay? Weil ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall war das auch echt eine Überraschung zu erfahren, weil das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, okay? Aber gut zu wissen. Gut im Voraus zu wissen, okay? Ich meine das ernst, es war kein Spaß. Es ist wirklich unglaublich gut, das jetzt im Voraus zu wissen, weil jetzt kann ich mich schon darauf einstellen, dass es halt Shifter ist. Oh my God. Leute, dieses Video wird bestimmt wieder entlang. Deswegen go ahead, grab some snacks, grab some drinks and grab your book. Nein, Spaß. Aber holt euch ein paar Snacks und was zu trinken, Leute, weil that's going to be a bumpy ride, wie ich es gehört habe. Ich habe auch direkt schon das Buch auf mein Kindle runtergeladen, falls ich irgendwann auf dem Kindle weiterlesen möchte. Ich fange jetzt aber auf jeden Fall an zu lesen. Das Ding ist, da steht einfach Fair. Sie heißt doch... Wie spricht man sie aus? Ich muss das mal googeln. Oder auf TikTok mal TikToken. Fair is a huntress. Sizzles with sexual tension? With what tension? Okay, wir starten. Wir starten jetzt direkt. Okay, let's go. Ich bin auf Seite 2. 2. Und ich merke jetzt schon, es ist richtig anspruchsvoll. Es ist richtig anspruchsvoll. Das bedeutet, es wird für mich ein bisschen länger dauern, dieses Buch zu beenden. Obwohl dieses Buch, ich glaube, 400 Seiten oder so hat, oder? Ja, ein bisschen mehr als 400. Wir werden sehen. Ich glaube, Tamlin ist gerade gekommen. Tamlin, erinnert ihr euch an das Video, was ich, ich bin voll weit unten, an das TikTok, was ich euch vorhin gezeigt habe, mit den Creatures, also the Beasts. Ich glaube, Tamlin ist gerade gekommen als his Beast Form. Hundertprozentig. Und jetzt will er Dings mitnehmen. Ich weiß, wie sie ausgesprochen wird. Feyre. Voll geil, dass die das aufschreiben, wie man sie ausspricht. Feyre. Feyre. Viel cooler als Feyre. 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 Das hört sich voll toll an. Sie geht ja mit. Safe. Bin gespannt, was passiert. Okay. Ich bin jetzt ungefähr bei Seite 50. Und die beiden, Feyre und Tamlin, sind gerade bei ihm angekommen. Also ich glaube, es ist Tamlin. Es ist safe Tamlin. Wir sind gerade bei ihm angekommen. Und Feyre ist natürlich, die ist ja richtig im Sinne von she's going to live, okay? Weil er hat ja gesagt, you're going to live with me oder so. So she's going to live and not die, okay? Aber wie wird sie leben? Das hat sie auch gesagt, ne? Diese Loopholes, diese Schlupfloch? Heißt es Schlupfloch? Weil die Fairies ja nicht lügen können, umgehen die das immer sehr, sehr schön. Und das kenne ich von Shadowhunters and I love it. I love it, okay? Und deswegen bin ich richtig gespannt, wie es weitergeht. Aber ich werde für heute, glaube ich, aufhören zu lesen. Es ist aber, wie ich anfangs gesagt habe, schon richtig anspruchsvoll. Es ist schon richtig anspruchsvoll. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, Tamlin wollte sie ja umbringen. Ne? Wollte sie ja umbringen, klar. Der war ja richtig auf Rage. Aber ich glaube, er hat sie gesehen. Und nicht nur gesehen, und auch so gecheckt, okay, das war wirklich sie. Sie hat wirklich seinen Kumpel halt umgebracht. Und sie hat Kraft, ne? Und sie ist krass und so, und sie sieht gut aus. And he got a little bit obsessed with her. So he wanted to take her with him into his mansion. Der Vater tut mir voll leid. Ich mag die Schwestern auch nicht. Sorry. So, mein erster Eindruck ist, ich mag den Vater sehr. Ich mag die Schwestern aber nicht. Ich mag vor allem Nesta mag ich nicht. Nesta mag ich ganz die diesen Thomas heiraten sollte. Das ist doch Nesta gewesen, gell? Ich glaube schon. Diese andere, ihren Namen kann ich mir leider nicht merken. Die ist ja so, die ist ruhig. Bis jetzt kam nicht so viel von ihr. Elaine. Ja. Okay.
die, die diesen Thomas heiraten sollte, mag ich nicht. Ich glaube, das war Nesta. So, we will see. Ich glaube, anscheinend sie macht ja auch richtig krasse Character Development durch. Deswegen, wir werden sehen. Ich mache jetzt auf jeden Fall, Leute, das Buch zu. Ach, oh, ich habe irgendwo mein... Ich habe irgendwo mein Spider-Man-Lesezeichen. Okay, Leute, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alright, Freunde, welcome back. Heute ist Tag 2 von Anchor Talk. Und ich sage euch ehrlich, ich habe eigentlich vor, heute das Buch durchzuhauen. Ich glaube, ich möchte es eigentlich heute ehrlich durchhauen, weil ich selber richtig intrigued bin von der Geschichte. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, ich war gestern kurz auf TikTok live und ihr habt mir das Buch noch schmackhafter gemacht, als es eh schon war. Weil, was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass Mr. Reese oder Recent in diesem Teil ja schon vorkommt. Bei der Hälfte. And I'm really excited to meet Recent. Weil ihr natürlich immer alle gesagt habt, das ist der Book Husband. He's not a book boyfriend, he's a book husband. Und deswegen bin ich sehr excited to meet him, okay? Weil das muss ja was bedeuten. Plus er hat Flügel. Flügel. Ich hoffe, das war er. Deswegen, ja. Ich würde sagen, wir beginnen direkt. Ich habe mir schon einen Tee gemacht. Ich habe einen Snacks rausgeholt, Leute. I'm about to go all in this world. Let's go. Sieht aus, als hätte ich so absolut gar nicht weitergelesen, aber ich bin jetzt ungefähr bei Seite 90 oder so. Und wir haben Lucien kennengelernt. Ich habe keine Ahnung, wie man die Leute ausspricht. Und es liegt eine Krankheit, a sickness, ein Fluch auf all denen. Und ich habe mich schon am Anfang so gefragt, warum tragen die alle Masken? Warum tragen die Masken? So ist das, was ich meine. Dann hat das Tamlin erzählt gehabt und ich war so, oh, there is going to be a big plot. Und ich wette, dass das Dings hier, wie heißt sie? Feyre, diejenige sein wird, die den Fluch lösen wird, brechen wird, wie auch immer. Und ich bin richtig gespannt, weil ich weiß ja eigentlich, oder ich glaube zu wissen, weil ich hier gespoilert wurde, dass Feyre, sie ist ja auch a Fae, a Fairy. Sie kann ja auch shiften und so. She also has a beast. Warum sie jetzt alle als menschlich sehen und so, wisst ihr, was ich meine? Oder was noch kommt, wer sie wirklich ist oder ob das überhaupt stimmt, ich weiß ja nicht. Ihr wisst das bestimmt alle, die gerade diesen Vlog gucken, aber ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht gerade, ob ich das Richtige sage oder ob das komplett ist. Ich habe tatsächlich noch absolut keine Theorien, außer dass ich halt wirklich glaube, dass, ich wollte gerade schon Signa sagen von Belladonna, dass Feyre, the whole sickness and everything, heilen wird. Oder brechen wird. Wenn es ein Fluch ist. War das ein Fluch? Ich erinnere mich gar nicht mehr, was Tamlin 1:1 also ganz genau gesagt hat. Aber ich glaube, es war a sickness. Und vor allem möchte ich unbedingt wissen, was Tamlin mit Feyre vorhat. Er mag sie. Er mag sie sehr. Und ich mag es, dass Feyre so richtig... Sie ist so richtig... und sucht nach einem Ausweg und so. Okay, let's keep reading. Leute, ich bin jetzt ungefähr 100 Seiten weiter. Ich bin jetzt auf Seite 185 und ich habe auf meinem Kindle weitergelesen, weil ich auf der Seite liegen wollte und es war einfach viel gemütlicher. Aber, Leute, what? Erstens, wie cool ist es bitte auf dem Kindle Elketor zu lesen, weil ich hatte anfangs meine Schwierigkeiten mit so ein paar Wörtern aus deren Universum, aus deren Welt. Und beim Kindle gibt es ja diese coole Funktion, dass wenn man gedrückt hält, egal auf welches Wort, direkt versus im Wörterbuch oben dieses Fenster geöffnet wird und man kann alles nachgucken, was es ist. Und das hat mir so geholfen mit deren gesamten Wörter der Politik zum Beispiel. Und bei deren Wesen. Wesen, was ist surreal und sowas alles mögliche. Und dieses eine Wesen, was Feyre? Hieß sie Feyre? Ich habe schon wieder komplett vergessen. Feyre. Angegriffen hat.
dieses Schlangengeschöpf. It looks like a serpent. Ich habe das nachgeschlagen und hatte ich so richtig so ein Bild in meinem Kopf. Das ist so unglaublich cool. Und ich glaube, jetzt werde ich auch weiterlesen auf meinem Kindle, weil das erleichtert mir halt einfach komplett alles. Und ich verstehe das irgendwie viel besser, wenn ich diese Definition halt auf meinem Kind, also direkt halt habe. Kommen wir aber jetzt zu der Story, was alles passiert ist, okay? Darf ich nur ganz kurz sagen, bis jetzt, ich liebe Tamlin. Ich liebe Tamlin. I know, das sollte ich nicht. Mal gucken, was weiter passiert, because y'all were telling me that he is going to be not good. Wir werden sehen, Leute. Aber bis jetzt mag ich ihn sehr. Hallo, er hat ihr einfach Farbe und alles. Oh. Ich habe diese ganze Seite markiert auf dem Kindle. Alles. Jetzt aber auch noch ganz kurz wirklich eine Sache, über die ich unbedingt reden möchte. Und zwar, who is she? Wer ist diese She, über die sie die ganze Zeit reden? Lucien? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Lucien, okay, die ganze Zeit. Obwohl es wahrscheinlich eher Lucien ist. Whatever. Hat es ja als allererstes erwähnt, wo die über den Fluch gesprochen haben und er meinte, like, basically the magic came from hell itself. Und dann meinte er irgendwas mit, dass er hofft, dass niemand das gehört hat, sozusagen, because she would come out, irgendwie so. Und da war ich schon als erstes so, she? Who's that she? Weil ich glaube, die wurde schon einmal davor erwähnt, aber vielleicht bin ich mir auch nicht richtig sicher. Und dann hat das Dings Lucien, gesagt und ich war so, sie wird eine richtig große Bedeutung haben. Whoever is that she? So wie es aussieht, wirklich gefühlt eine böse, eine mächtige, eine der mächtigsten, bestimmt. Ach, keine High Court Lord, High Fairy, High Lord Fairy. Whatever Tamlin ist. Ich glaube nicht, dass sie sowas ist. Ich glaube, sie ist so richtig düster, sie ist so richtig ein Monster. Egal. Wir werden sehen. Und dann hat das dieser. Das war auch richtig, richtig traurig. Das war wirklich richtig, richtig traurig. Von diesem einem Geschöpf, was Flügel hatte. Wo Feyre die Schreie gehört und dann rausgerannt ist und so. Und sie ihm einfach. Also diese She ihm einfach die Flügel genommen hat. Mein Herz. Und dann ist Feyre stayed with him. Ich liebe sie. Ich liebe Feyre already. Und ich bin erst bei ungefähr 200 Seiten. I'm really gonna feel for her, right? Ich glaube, da wird noch so viel passieren. But I already love her, okay? Und Tamlin auch. Und Tamlin auch. Tamlin loves her. Vor allem, weil, das fand ich auch voll süß von ihr, Leute. Ich sag euch ehrlich, dass er diese Farben so für sie holt. That's so cute. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal, wer ist das, gelesen gehabt, dass jemand ihr Lesen und Schreiben beibringt. Ich habe das schon mal irgendwo gelesen gehabt, aber ich weiß nicht, ob das Tamlin sein wird, obwohl er das ja, wer es ihr angeboten hat, so basically. Das heißt, es kann schon sein, dass es er sein wird. Aber wenn, dann ist das aber auch richtig, richtig süß. Ich weiß nicht, was noch kommen könnte. Ich weiß, dass die bestimmt entweder im ersten Teil, obwohl das kommt wahrscheinlich ein bisschen obwohl kann schon sein, es ist Fantasy, dass sie direkt im ersten Teil irgendwie diesen Fluch lösen werden, obwohl ich auch glaube, dass es wirklich das alles mit diesem Fluch. Ich glaube, langsam muss ich ehrlich mein Licht holen für hier, sonst wird das zu dunkel. Obwohl das, glaube ich ehrlich, auch so eine Mission über die gesamte Reihe werden kann oder über die ersten Teile oder so, wo dann auch die anderen High Lords, heißt nicht so, High Lord, dazu kommen vielleicht. Und voll oft, also es wurde über die Dings, über deren Courts gesprochen. Da muss ich mich aber ehrlich noch ein bisschen reingucken, weil das habe ich nicht so ganz verstanden, aber das wird ja auch alles in der Map und so angezeigt, oder nicht? Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Guck mal, Chapter 19 fängt schon an mit The next morning my paint and supplies arrived from wherever Tamlin or the servants had dug them up. He's so cute. Aber ich versuche mich nicht zu sehr an ihn zu binden. Vielleicht ist das auch echt nicht gut, dass ich sozusagen damals diese ganzen
Dings gesehen habe, Spoiler, weil jetzt bin ich halt so, okay, I already knew that he was a High Lord von deren, von, wie spricht man das aus, Pythian, war so deren Welt, deren Stadt, ich weiß es nicht. Das wusste ich tatsächlich schon und ich weiß auch, dass wir Tamlin nicht mögen werden. So, deswegen versuche ich mich nicht allzu sehr an ihn zu binden. Weil ich weiß, he's going to be a backstabbing bitch. Backstabbing bitch. Aber, we'll find out together, wann das kommt. Aber wie gesagt, bis jetzt finde ich ihn süß. Und genau das, ich wollte googeln, wie dieser Lucian aussieht. Where is my phone? Oh, ich glaube, ich sehe Spoiler. I think I saw a little something something that was sad. So oder so, die ganze Reihe soll anscheinend a little literal heartbreak werden. Deswegen, ich weiß einfach schon, dass es einfach unglaublich traurig sein wird. So, who is not going to suffer? Who is not going to suffer? That's my question. I bet everyone is going to freaking suffer. I'm reading about witches, I'm reading about fairies and fae, I'm reading about mystical creatures, I'm reading about love and sex and fucking. Okay Leute, surprise, it's the next day. Wer hätte es gedacht, ich bin gestern eingeschlafen. Great! Gestern eingeschlafen, komplett hier auf dieser Couch. Wisst ihr, viele Monate, Wochen. Mein Essen ist da! Okay guys, I'm back, I'm full, my belly's full, I'm happy. Leute, ganz kurz Storytime, gell, bevor ich euch wegen Akotar weiterzähle, weil ich habe 100 Seiten weitergelesen. Hold up! Was ist alles passiert? What? Aber, ganz kurz Storytime. Falls ihr mir nicht auf meinem zweiten Account auf TikTok folgt, by the way, @itsjessms. Nein, das ist mein Main-Account. Ich meine, @idontknowajess. Das ist mein Spam-Account. Das habe ich da nämlich gerade eben erzählt. Und zwar, ich habe uns allen Essen bestellt. Beim Türken, jetzt habe ich Mante bestellt, türkische Mante, und Chiköfte, okay, weil ich liebe Chiköfte. Und es klingelt an der Tür und meine Mutter hat die Tür aufgemacht, hat die Bestellung angenommen, und ich war so, ja, und endlich Mante. Und wisst ihr, was angekommen ist? Donuts. Ich habe keine Donuts bestellt, okay? Ich habe keine Donuts bestellt. Und dann kam meine Mutter zu mir rein, die so, Jess, ich glaube, du hast was falsch. Ich so, ja, ich habe keine Donuts bestellt. Ich direkt so, ey, oh, und das, ich glaube, ist ein Fehler unterlaufen. Please help me. Und die haben direkt geholfen. Die waren wirklich direkt 2 Minuten später so, ja, so und so und so und das, alles, bla, 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 bla. Und was passiert ist, die haben 2 Bestellungen vertauscht, die basically zeitgleich bei denen angekommen sind. Also bei diesem Lieferando-Fahrer. Und, well, now I got those donuts for free. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe so, so sehr, dass die Donuts, also an die Person, die das originally bestellt hat, dass diese Person, weil es ja, war ja eine Verwechslung, dass die komplett meine Mante bekommen hat, weil ich habe ja im Nachhinein die Mante, die wurden bei mir dann neu zugestellt und so. Neu zubereitet und zugestellt. Deswegen hoffe ich wirklich so sehr, dass ich habe jetzt die Donuts von der Person bekommen. Deswegen hoffe ich, dass die erste Bestellung von meinem Mante hat. So, wisst ihr, was ich meine? Aber I got donuts for free und die sehen sogar richtig gut aus. Also wer auch immer das bestellt hat, hat einen richtig, richtig guten Geschmack. Ich sage euch ehrlich, I think it's a girl. Look at all those pinks. Miss Girl, ich hoffe so, so sehr. Ich dachte, es wären echte Himbeeren. Das sind ja Schoko-Himbeeren. I didn't know. Okay. Whatever. Auf jeden Fall, I got donuts for free today. So, God's work. It's God's blessings. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Aber kommen wir zum Buch. Ich habe Elketor weitergelesen, bin jetzt bei ungefähr... ich habe auf meinem Kindle weitergelesen, deswegen ist es hier nicht richtig. I got to know him. I really got to know him. Er ist aufgetaucht. Und
I really like him. I really like him, weil alle ihn fürchten. I don't know. Das Ding ist, er redet nicht gut über Feyre. Natürlich nicht. At the beginning, da muss immer so ein bisschen a banter sein. Das ist immer so, muss immer sein. Aber alle haben Angst vor ihm. And I like that. I like that. Okay, heißt, er ist richtig, richtig mächtig anscheinend. He's also a High Lord. Of course. Okay, of course. Ich bin gerade bei der Stelle. Ich muss auch noch eine Sache euch unbedingt, sagen. Ich hatte das extra markiert gehabt, aber schon vergessen, weil so viel in der Zwischenzeit passiert ist, seitdem ich das markiert habe. Ich bin gestern hier einfach komplett eingeschlafen, habe ich das schon gesagt. Gestern Nacht bin ich hier eingeschlafen. Irgendwann um, so keine 3 Uhr morgens und so stehe ich auf. Ich so, wait, ich bin nicht am richtigen Ort. Und dann muss ich mich schnell abschminken und dann bin ich in mein Bett kippt. Egal. Listen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Achso, ich bin gerade da, wo Feyre, die wurde nach Hause geschickt. Nach Hause geschickt und nicht, die, es ist nicht ihr back home. No. It's a new home. Es ist ein neues Zuhause. Und was ist bitte passiert, dass Nesta und Elaine, heißt die eine andere Schwester Elaine? Ich glaube schon, sie gar nicht mal mehr erkannt haben. How is that? Actually, so, how is that? Wo finde ich jetzt alle meine Markierungen eigentlich? Wer ist diese Amaranta? Amaranta. Wer ist sie? Ich weiß, dass am Ende vom Buch, am Ende von Aelkatar, also Court of Thorns and Roses auf dem, vom ersten Band, dass es endet mit, dass jemand irgendwas sagt mit I'm taking you back home oder sowas. Das weiß ich zum Beispiel schon. Deswegen bin ich richtig gespannt. Es ist bestimmt Tamlin, der sie wiederholt, weil er meinte ja, because they had a little something something, they had a little something, and I liked it, okay, I ate it up, I gobbled it, swabbled it, da-da-da-da-da. Er wollte sie ja nicht gehen lassen, und sie wollte auch nicht gehen, und das Ding ist, ich frag mich die ganze Zeit, das muss ja irgendeinen Sinn haben, warum Tamlin sie dort haben möchte, okay? Es kann ja nicht sein, dass das Buch jetzt auch noch schon so, die gesamte Reihe endet jetzt so und es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen and they get together. No, there's no way. Da muss richtig fett was dahinter sein, okay? Deswegen bin ich richtig gespannt, warum Tamlin sie unbedingt haben möchte. What is going on there? I really need to know. Also, ich liebe es, dass, ich glaube, spricht man ihn Recent und dann sein Spitzname Reese. Recent. Stimmt, ich sag jetzt einfach mal Recent. Obwohl Recent sich geil anhört, aber es ist wahrscheinlich Recent, weil Reese. Aber egal. Lucien Foxboy nennt. I love him. I ate it up. Ich habe keine Ahnung, was jetzt noch passieren wird. Wir werden zusammen sehen, Leute. Ich habe, glaube ich, weiß gar nicht mehr, ich muss ehrlich gucken, aber ich glaube, ich habe nur noch irgendwie 150 Seiten oder so. Oh ja, tatsächlich. Ich lese jetzt weiter. Und dann melde ich mich, wenn coole Szenen kommen. What is going on here? Leute, what? Ich weiß gar nicht, bei 300 irgendwas. Und Feyre ist auf dem Weg, Tamlin zu retten. Von dieser, wie heißt sie, Amaretta? Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Amartana? Keine Ahnung, Leute. Irgendwie sowas. Ihr wisst, wen ich meine. Und ich wusste von Anfang an, dass Nesta bestimmt der Schlüssel zum Brechen dieses Fluches sein wird. Und ich hatte recht. Denn nur sie hätte den Fluch retten können. Also nicht retten, brechen können. Und all die Menschen oder Fairies, wie auch immer, retten können, hätte sie nur diese 3 Wörter Tamlin zurückgesagt. Und ich wette, Tamlin hat sie ja nur benutzt. Das Licht ist wieder richtig komisch hier. Aber Tamlin hat sie ja wirklich nur benutzt, ne? Um halt sich und alles, jeden zu retten, so. Aber ich habe trotzdem nichts dagegen. Ich weiß es nicht, also er war ja trotzdem voll süß. Oder ist das der Grund, warum alle Tamlin nicht mögen? Weil er Feyre ausnutzen wollte, was das angeht?
But they still fell in love, though. Er hat sie ja nicht gezwungen, sich zu verlieben. Sie hat sich ja verliebt, weil er ja so süß ist. Ob das jetzt seine Intention war? Whatever. Aber she could have broken the curse. Ich liebe Alice. Alice, ich guck gerade meine ganzen markierten Sachen an. Und Feyre ist gerade ehrlich auf dem Weg, ihn zu retten. Sie wird ja überleben, ne? Sie wird ja überleben. Ansonsten gäbe es ja die anderen Bücher nicht. Aber was passiert? Because Rhysand ist ja auch dort. Er ist auch dort. Ey! I don't know. Wir werden gemeinsam sehen, Leute. Ich bin auf jeden Fall richtig dolle gespannt, weil sie wurde gerade von diesem Ator, heißt der Aedor Ator, von diesem Wesen da, mitgenommen. Der hat sie geschnappt. By the way, Nesta erinnert sich einfach, also diese whole glamour thing ist einfach an ihr vorbeigegangen. Also sie war gar nicht in diesem Glamour. Sie weiß einfach original wo und mit wem Feyre war. I'm excited. Aber ich habe das Gefühl, das Buch endet gar nicht in so einem Cliffhanger oder so, gell? Ich glaube ehrlich nicht. Weil der letzte Satz ist ja anscheinend Let's go home. Or I'm taking you home. Irgendwie sowas. Let's go home. Und weil Feyre, es ist halt schon schade, dass ich das bereits weiß, aber it is what it is. Dass Tamlin hat, Feyre hat ja auch gemeint so she wants to go back home zu Tamlin. Und dann hat ihr auch Nesta gemeint mal zu Feyre, your home is somewhere else. Das könnte eigentlich jeder sagen. Ich glaube, sie wird jetzt erstmal dieser ihr wisst, wen ich meine, gegenüberstehen. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Wahrscheinlich ist diese Amaretta, diese She, über die die ganze Zeit gesprochen wurde am Anfang, ne? By the way, ich liebe mein Kindle. Yep. I'm really happy about it, because ich kann in jeder Position liegen, sitzen, wie ich möchte, und es ist saugemütlich. Okay. Feyre muss Tasks erfüllen oder ein Riddle lösen, um Tamlin zu retten. And also she killed Claire Bradle, oder wie auch immer sie hieß, weil Feyre, ich sag euch ehrlich, wie es ist, hat sie basically ausgeliefert, ne? Ich hätte gedacht, sie sagt einfach irgendeinen random Namen, aber im Endeffekt wäre das halt wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, weil dann hätte sie ja sozusagen niemanden umgebracht. Aber wait, hold up. I don't know. Arme Claire, hat sie nicht verdient. Hat sie absolut nicht verdient. Feyre, sorry, did her dirty for that. Dirty. Mal sehen, was die Aufgaben sein werden, ne? Mal sehen, sie wird es safe hinbekommen. Tamlin will aber nicht, dass sie das macht, ne? Ich bin gespannt. Warum wird sie denn jetzt zusammengeschlagen? I don't like diese Amurata Mata-Frau. Okay, hold up. Rhysand hat einfach, ich muss endlich googeln, wie genau er heißt, wie man ihn ausspricht, hat einfach für sie gewettet, dass sie gewinnt. And she did. Of course she did. Ich weiß nicht warum, aber sie wird safe den Deal annehmen, dass sie zwei Wochen im Monat zu ihm geht, zum Night Court. Ich weiß nicht, was passieren könnte. Und vor allem weiß ich nicht, was sind die nächsten Aufgaben, die sie erfüllen muss. Schafft sie the riddle? Und ist Feyre ist doch a fairy. When is she going into, like, to turn into a fairy? She was a fairy. He tattooed her? Er hat sie tätowiert? Also, sie hat natürlich den Deal angenommen
Und er hat sie tätowiert, kann man das so sagen? I don't know. Wenn es jetzt nicht alle sehen und merken, dass sie ein Deal eingegangen ist. Also sind nicht diese Tattoos ein Zeichen dafür, dass sie ein Deal eingegangen ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei Kapitel 38. Ich glaube, ich lege eine kleine Teepause ein, Leute. Aber eigentlich will ich auch nicht, weil ich will auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Okay, ich hole meinen Tee einfach hierher. Okay, Leute, ich weiß nicht, was der letzte Clip war in dem Video. Der vorherige Clip. Ich habe keine Ahnung. Aber listen to me. Rysand. Er benutzt... Ich weiß ehrlich nicht, was ich als letztes erklärt habe. Aber egal, er benutzt Feyre als so sein kleines Püppchen, ne? Warum? Warum? My hair is a mess. Warum? Warum? Und dann kriegt sie ihre 20 Sekunden, ne, mit Tamlin und er geht dazwischen. Okay, er geht dazwischen. Obwohl ich da ehrlich sagen muss, ich glaube, er geht dazwischen, ne? Natürlich hat das Ganze seinen Grund, klar. Aber ich glaube, der Grund ist halt einfach, weil ich glaube, in der Szene sogar war es sogar so, dass er kurz zurückgeguckt hat oder so, im Sinne von so, er hat schon Amara, Tamata, wie auch immer sie heißt, kommen, hören, sehen, ich weiß ja nicht, was die für Kräfte haben, und hat sie dann geküsst, um irgendwie, weil sie ist ja mit Tamlin gekommen. He wants to spite him, of course. Das war just to spite him. Aber ich glaube, da gibt es noch irgendwas mit, also es hat noch irgendeinen Grund vielleicht mit Amarata oder so. Oder ich habe einfach das Gefühl, ich interpretiere in alles viel zu viel rein. Aber bei Fantasy ist irgendwie, es gibt nie zu viel rein interpretieren, oder? Whatever. Diese Trials, ne? Diese drei Aufgaben, die sie machen muss. Das zweite... Rysand helped her, huh? He helped her. Meine Mascara ist schon wirklich Ende Gelände. He helped her. He wants to see her win, okay? He loves her. He loves her. He loves her. Obviously. Warum will er sie jeden Monat eine Woche haben? Warum? Warum? Ich glaube, die finden sie halt unglaublich intriguing, weil sie ist ja ein Mensch. Und sie hat einfach a Fairy umgebracht. Und sie hat dieses erste Spiel oder Aufgabe, wie auch immer, so unglaublich gut überwältigt. Und ganz kurz, ist es okay, wenn ich Lucien oder Lucien liebe? I really like him. Ich habe über ihn tatsächlich noch nie irgendwie groß was gehört, so Spoilermäßiges. Deswegen glaube ich, he's a good one, he's a good character, weil... Er war nicht dazu verpflichtet, ihr zu helfen, ne? In beidem, in diesem Game, diese Aufgabe und Healing. Darf ich euch ehrlich sein? In manchen Szenen mag ich Rysand richtig gerne. Und dann ist er in manchen Szenen so ein kleiner. Ich weiß es nicht, oder? Manchmal ist er so, so süß. Und dann sagt er sowas wie, I'm tired of you tonight. Ich sag euch ehrlich, das ist so wirklich das Frustrierende, glaube ich halt wirklich. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich habe irgendwie keine Theorien in meinem Kopf. Das Einzige, was ich halt wirklich glaube, dieses am Ende des Buches, ich sag das schon die ganze Zeit, am Ende des Buches ist ja dieses, let's go home. Das sagt sie safe zu Tamlin. Safe zu Tamlin. Weil ich bin in den letzten, ich glaube 30 Seiten. Ich glaube, ich nehme meine Reaktion zum Ende auf, weil ich habe das gesehen gehabt auf TikTok, dass welche sich, also das Ende aufgenommen haben, als sie das gelesen haben. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber wir werden sehen. Es kann aber auch sein, dass sie das zu Rysand sagt, aber why would she say let's go home? Sie verbindet ja Rysand, also sie assoziiert ja Rysand und sein Haus, wie auch immer, nicht mit home. Vor allem, weil Rysands Home ist doch das von dieser Antana Mana. Wie heißt sie? Antana? Andana?
The moment you break Amaratana's curse, Tamlin's wrath will be so great that no force in the world will keep him from splattering her on the walls. I hope he just right does this. Ich hätte so sehr gehofft, dass sie diese drei Fairies nicht umbringt. Ach du meine Güte. Die hat einfach ganz kurz diese dritte Person in Tamlin verwandelt, um ihr einen Schock zu verpassen. Still on his knees, Tamlin's eyes turned so bright. Kill him and save his court and my life, or kill myself and let them all live as Amarabataba slaves. Let her and the king of Hybern wage their final war against the human realm. Sie sollte sie am besten nehmen diesen Ash Dagger and kill diese Amaramatamata. Wie heißt sie? Amaranta. Alice had said something to help me, a final part of the curse. A part they couldn't tell me, a part that would aid me. What is it? To listen to what I've heard. What is it? For someone... What is going on? For someone with a heart of stone, yours is certainly soft these days. I look at him and my eyes flicker to his chest. I knew it. I love you, I said, and stabbed him. Okay, doch. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Das sind jetzt was? Ich glaube, die letzten 20 Seiten. Tamlin cried out as my blade pierced his flesh, breaking bone. You cannot kill him. What? The bond between us went taut. I flashed between my body and his, seeing myself through his eyes, bleeding and broken and sobbing. Seeing myself through his eyes? Was ist eigentlich mit diesem Auge auf ihrer Handinnenfläche? Das ist wirklich wie Shadowhunters. Haben die nicht auch irgendwas in ihrer Handfläche? War das nicht Shadowhunters? Ah doch, Carrie. Carrie hatte doch in dieser einen Szene hatte sie auch irgendwas auf ihrer Handfläche gemalt und dann war das so ein... Und dann sind all die Demons so zu Stein und Asche so zerfallen. She's about to solve the riddle, isn't she? Before something forever cracked in my spine. What? He removed the fox mask. Faced my dead body. Was ist mit Feyre? Nein, aber wenn sie das sieht, dann lebt sie noch. I don't care. Wenn sie das sieht durch Rysons Augen, dann lebt sie noch. Okay, haben wir uns hier verstanden? Sie lebt noch. Natürlich, sie muss noch leben. Es gibt noch vier weitere Bücher über sie. Glaube ich. Letztes Kapitel, die letzten 10 Seiten. Everything was black and warm and thick. I'd become High Fae. Also so wird sie eine mächtige kleine Fairy. That's how she becomes a High Fae. Oh my god. Oh, ich mag Rice and I like the way he talks. Be glad of your human heart, Feyre. Pity those who don't feel anything at all. What is what? Come back, get back, right now. What is what? Home. Sie ist süß. Letzte Seite, ein Satz. Let's go home, I said, and took his hand. I'm done. Erstens, ich bin fertig mit Aegletor. Ich bin fertig mit A Court of Thorns and Roses.
Holy Moly Donut Shop, I'm finished with the first book. Ich sag euch ehrlich, ich bin richtig happy, dass ich nicht das Physical Buch komplett gelesen habe, weil ich habe richtig viel keine Leserin reinbekommen, deswegen bin ich sehr happy. Und ich liebe es irgendwie auf dem Kindle zu lesen, aber listen, ich habe das Gefühl, dass das erste Buch, wirklich auch das Ende, wirklich so geschrieben ist, damit es eventuell als Einzelband oder halt, wenn, wie soll ich das am besten sagen? Ich glaube, die Autorin hatte auch irgendwie das, also so hat das Gefühl, hatte ich jetzt beim Ende, okay? Dass die Autorin sich vielleicht gedacht hat, okay, wenn das Buch nicht gut ankommt, hat das Buch, das erste Buch wenigstens sozusagen ein Ende in sich, okay? Also klar, there is still a little, was ist dieses what is von Rysand? What is? Und dann war er weg. He literally disappeared out of thin air. Was soll ich jetzt sagen? Achso, sie wollte es wahrscheinlich, wie gesagt, so schreiben, dass man wirklich das Buch dann in einem lesen kann. Wisst ihr, was ich meine? Weil wie schade wäre es, wenn das Buch niemals viral gegangen wäre und man hätte nur den ersten Teil und so viele Leute hätten den ersten Teil vielleicht gelesen und dann hätten die niemals ein Ende bekommen. Und so gab es trotzdem noch ein Happy End in dem Buch. Das fand ich tatsächlich richtig, richtig süß. Aber ich bin trotzdem unfassbar gespannt. Unfassbar gespannt, wie es in den nächsten Teilen weitergeht, Freunde. Ich habe gar keine Theorien. Ich freue mich nur auf die Stellen mit Feyre und Rysand und vor allem, wie jetzt Feyre sein wird als High Fae. Gut, dass ich müde werde, nachdem ich es beendet habe. Und vor allem, wie reagiert Nesta drauf? Nesta, diese Kleine. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, she's going to be trouble, isn't she? Nesta? Ich habe schon die Schwester. Nesta, Schwester? Ich glaube schon. I think she's going to be a little troublemaker. Ich mag Lucien voll. Ich mag Lucien übel. Und vor allem gefällt es mir so sehr, dass Alice am Ende auch noch kurz, wie heißt es, so gezeigt wurde, dass es beschrieben wurde, that she's happy with her boys. That's so cute. That's so, so cute. I love that. Ich liebe es, wenn wirklich diese Side Characters auch ihr Happy End bekommen in dem Buch. Ich liebe das über alles. I'm done. Ich habe einfach Actar gelesen. Einfach Akutar gelesen. A Court of Thorns and Roses. Feyre deserves to be a High Fae. Feyre deserves to be a High Fae. So. Und ich bin richtig gespannt, was Rysand angeht. Und was Tamlin angeht. Because everybody hates Tamlin. Everybody hates Tamlin. Bin ich hier richtig gespannt, wie es um Tamlin steht und was da noch kommt. Leute, ich muss ehrlich jetzt eine Nacht drüber schlafen. Morgen ist mein Kopf wieder ganz, ganz anders. Und ich habe vielleicht ein paar mehr Theorien, wenn ich eine Nacht drüber schlafe. Ich weiß, bei mir ist es wirklich immer so, wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, ist wirklich so, wenn ich die gesamte Geschichte nochmal bei Revue passieren lasse, ist immer nochmal so, oh, das kann jetzt bestimmt passieren. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber wenn ihr jetzt auch gehen musstet, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Für heute bin ich aber auf jeden Fall fertig mit Akutar. Und es hat mich jetzt, glaube ich, 3 Tage gedauert. Und ich bin fertig mit dem Buch. Es ist anspruchsvoller. Es ist schon anspruchsvoller, aber darüber reden wir morgen dann komplett. Beziehungsweise ihr seht den Clip gleich. Für mich ist das aber dann morgen oder übermorgen vielleicht sogar. Who knows? Leute, I'm excited for the next parts. Ich bin so gespannt für die gesamte Story. Bis morgen, beziehungsweise in einer Sekunde. Es sind ein paar Tage vergangen und wir müssen unbedingt drüber reden, Leute. Weil ich habe mir jetzt alles so richtig, ich habe mir wirklich alles Gedanken gemacht. Ich habe mir nochmal richtig Revue passieren lassen und so. Und Leute, das Ding ist, mir haben ja wirklich sehr viele von euch gesagt, dass ich mich wahrscheinlich durch den ersten Teil so ein bisschen kämpfen muss, weil voll viele meinten, das ist so ein bisschen träge und so und es ist halt einfach nicht der Beste der Reihe. Und dazu muss ich von Anfang an direkt sagen, Leute, das habe ich auch nie gedacht. Also es ist wirklich bei Reihen sehr, sehr selten, dass das erste Buch direkt das Beste ist. Es ist schwierig, okay? Weil man muss, Leute, es ist wahrscheinlich komplett der Aufbau der Welt und alles und das Kennenlernen der Charaktere und so. Und es ist immer so, dass der erste Band einer Reihe immer ein bisschen träge sein kann. Dazu muss ich sagen, Elketal war für mich nicht träge.
null. Also das erste Buch, A Court of Thorns and Roses, fand ich richtig, richtig toll, okay? Ich habe es geliebt, okay? Und ich habe so all diese Emotionen, okay, von Feyre auch. Und auch von Tamlin, okay? Obwohl, ja, ich weiß, ich soll ihn nicht mögen, okay? But I do kinda like him. Okay, I do kinda like him. Im ersten Buch ist es aber auch, glaube ich, so, das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Sache. Es ist keine Theorie, es ist wahrscheinlich, es wird so sein. Und zwar erinnert oder hat es mich vom Aufbau her irgendwie sehr an Dings erinnert, an Shatter Me. Von der Dreierkonstellation. Nicht von der Story, absolut nicht von der Story, sondern von der Dreierkonstellation mit Feyre, Tamlin, meine Hände sind voll rot. Von Feyre, Tamlin und Rhysand. Weil, ihr müsst euch mal vorstellen, alle, die Shatter Me gelesen haben, ich hoffe, die verstehen jetzt mein Beispiel mit den drei auf jeden Fall, Adam, Juliet und Aaron. Feyre ist Juliet, of course. Tamlin am Anfang, nein, ja, Tamlin ist Adam. Und Rhysand ist Aaron. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so, so krass, genauso wie deren Story sozusagen, weil so wie Juliet landet Feyre als allererstes bei Adam. Okay, bei Adam. Und man denkt so, oh mein Gott, Adam, Tamlin, oh mein Gott, he's so nice to her und so. Und er macht so viel für sie und er hat ihr sogar diese ganzen Farben und sowas gekauft, okay? Und er zeigt ihr so das Richtige, so wie die damals gelebt haben, okay? So richtig rich, okay? Enough food und so. It's just, okay, sie fühlt sich richtig wohl und so geborgen und alles, okay? So wie Juliet anfangs bei Adam. Und dann kommt irgendwann Rhys. Aaron, okay? Und am Anfang denkt man sich natürlich auch bei Rhysand so, okay, da ist, glaube ich, irgendwie was falsch, wenn man jetzt natürlich kein Vorwissen hat, was den Typen angeht, okay? Wenn man nicht so wie ich gespoilert wurde, dann denkt man sich so, okay, ein bisschen komisch, vor allem, weil er sie so als Püppchen und so dann irgendwann so richtig vorführt und so, das alles Mögliche. Und er sagt ja auch zu Tamlin irgendwie so, you got yourself a human there und bla 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 und so, so im Sinne von just his puppy. Und man denkt sich so ein bisschen so, okay, and we don't really like him right now. Story twists. Auf einmal ist Adam der Böse und Aaron ist einfach ein Herz. Und ich glaube, bei der Story, also ich weiß, wird es genauso sein, dass Tamlin dann irgendwann komplett unten durch ist und Rhysand dann übernimmt, okay? Und ihr habt mir alle gesagt, dass ich unbedingt weitermachen soll mit dem zweiten Band, also jetzt direkt. Und Leute, das hättet ihr mir nicht sagen müssen, because I really want to keep reading, okay? Aber weil ich ja unbedingt einen Reading-Vlog auch zu Band 2 machen möchte, gucke ich jetzt, dass ich das eventuell Ende April mache. Oder ihr bekommt das dann erst im Mai, Leute. Weil ich würde es natürlich jetzt liebend gern direkt anfangen, aber ich möchte es natürlich mitfilmen und da brauche ich halt ein bisschen mehr Zeit. Aber ich glaube halt, wie das zweite Buch verlaufen wird, okay? Kommen wir jetzt mal ganz kurz dazu. Rhysand hat ja schon im ersten Band klar gemacht, dass er weiß, warum Feyre bei Tamlin ist. Es gab so ein paar Szenen, da war er so irgendwas mit The Real Rhysand und dann hat Tamlin ihn richtig schnell so shushed him up. Sagt man das so? Shushed? Shush? Made him shut up, okay? Wegen diesem ganzen Thema. Und ich war so, was? Please keep talking. I really want to know the real reason. Weil im ersten Band war das ja so ein bisschen das mit dem Fluch und dass ein Menschenmädchen sich in ihn hätte verlieben müssen, damit dieser Fluch oder dieses Sickness, whatever, solche aufgehoben wird von dieser Scheiße, Amaretto-Frau. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Amaretana? Ich weiß es nicht mehr. Amaretana wahrscheinlich. Klingt richtig. Und da muss ich sagen, fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm, dass das the real reason war, weil es ist in The Beauty and the Beast ist ja eigentlich auch nicht anders. Er entführt sie und damit er frei wird sozusagen, muss sich ein Mensch in ihn verlieben. So wahre Liebe halt. Und das auch sagen, wie auch immer. Deswegen das fand ich, und als ich dachte am Anfang, okay, das ist vielleicht der Grund, warum alle nicht mögen. Und dann dachte ich mir so, okay, da muss mehr dahinter liegen, da muss mehr wirklich kommen, weil es gibt ja wirklich richtig Tamlin Slander, Hater, okay, im Internet. Und I really need to know why. Und mir haben auch sehr viele nach meinem A-Guitar-Video gesagt, dass Tamlin noch sein wahres Gesicht und so zeigt.
the real reason why he's keeping her captive is gonna come out. Und ich war so, what is the real reason? Ich kann mir gerade gar nichts vorstellen, also was denn der echte Grund sein könnte. Ich weiß nur, Feyre ist letztendlich a high lady. She's a fairy. Und ich liebe es. Ich liebe es. Ich wusste ja von Anfang an, dass sie eine Fairy sein wird. Wenn man jetzt an das Buch rangeht, ohne zu wissen, that she's going to be a high lady, a fairy, whatever, Buch, ist das Buch voll geil. Richtig, richtig geil. Aber mich hat tatsächlich leider nicht mehr so viel überrascht, weil ich halt ja schon gespoilert wurde. Aber ich bin auch teilweise selber schuld, weil ich habe mir irgendwann diese ganzen Akatar Fanarts angeguckt und ich war so, oh ja, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Und ich mag es, dass Feyre diese ganzen Tattoos jetzt so hat und so. Das sieht voll, ich weiß, in meinem Kopf sieht das voll cool aus. Aber ich glaube auch, wegen Band 2, wie das Ganze so ein bisschen ablaufen wird und so, Feyre muss ja jetzt jeden Monat eine Woche bei Recent Rysand beim Night Court halt sein. He's going to make her fall in love. He's going to make her fall in love. Because he's obsessed with her too. Er ist richtig obsessed mit ihr. Und man merkt das ja natürlich auch, ne? Und ich glaube auch, die beiden sind ja hundertprozentig Mates or something. Wenn es sowas in dem Universum gibt, im Akatar-Universum, sind die ja hundertprozentig Mates oder so. Feyre wird ja wahrscheinlich auch merken, dass Recent die bessere Entscheidung ist. Deswegen mal gucken, was da passieren wird. Aber anders wie das, glaube ich, habe ich keine Ahnung, was noch im zweiten Band passieren könnte. Ich habe keine Ahnung. Weil ich glaube, ich habe das schon gesagt im Vlog, ne? Der erste Band war wirklich so gut geschrieben, weil es hätte auch wirklich nur der erste Band sein können. Es war ein Happy End drin. Man kann es bei dem Buch tatsächlich belassen. So wisst ihr, was ich meine. So, die Story ist beendet eigentlich. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was den zweiten Teil angeht, Leute. Und ihr hattet alle recht. Ihr hattet alle absolut recht. Und ich hätte gar nicht Angst haben müssen vor Akatar, weil der Fantasy-Faktor, es ist zwar High Fantasy, aber das ging übel klar. Das ging so, so klar und ich habe es geliebt einfach. Yeah. Ich sage euch ehrlich, wir werden sehen, wie der zweite Band sein wird. Ich bin richtig gespannt, Mr. Recent, besser kennenzulernen. Und auch unsere liebe Feyre, because she's a feisty little thing. So, Freunde, und damit würde ich sagen, war es auch schon mit dem Reading-Vlog. Folgt mir gerne hier auf YouTube, da verpasst ihr auf jeden Fall nicht den nächsten Reading-Vlog zu Band 2. Und ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf TikTok und auf Instagram folgen, weil genau dort werde ich dann auch, naja, ankündigen, wenn ich dann den zweiten Teil anfangen werde. Und damit natürlich auch den Reading-Vlog. Und damit würde ich auch schon sagen, Leute, I love you guys so, so much und bis zum nächsten Mal. Bye!